Hallo und herzlich willkommen zurück zu Doki Doki, dem Literaturclub. Mit wem teilen wir denn jetzt unser Gedicht? Auf jeden Fall nicht mit Nasuki. Entweder Monika oder Sayori. Wer soll es sein? Weil sie sehr eingenommen ist. Deswegen nicht. Erstmal noch nicht, sie kommt zum Schluss. Das ist wahr, dann. Ich unterhalte mich gerade mit meiner Schwester. Dann habe ich es hinter mir. Leise. Also der Balken bewegt sich, wenn du redest. Mit wem teilen wir es denn? Du darfst wieder nicht kippeln mit dem Stuhl. Meine Tasse steht unter mir. Ich habe nicht so gern meinen Nachttisch rot gekleidet. Machen wir mal mit Monika. Ah. Ich vergesse es immer wieder. Hallo! Ob es mir Spaß macht? Ja, hält sich in Grenzen. Du bleibst an. Das freut mich, dass es dich freut. Ja, da ich neu bin. Wenn du irgendwelche Vorschläge hast oder irgendwelche Aktivitäten oder irgendetwas, was wir besser machen können, ja, höre ich dir immer zu. Das ist aber schön. Hab keine Angst davor, Vorschläge zu machen, okay? Okay, mache ich. Behalten wir im Hinterkopf. Natürlich mache ich mir immer Sorgen davor, Vorschläge zu machen. Mir fällt es viel leichter, eher schon das Bekannte mitzumachen, bis ich mich gut eingefunden habe. Möchtest du dein Gedicht mit mir teilen? Ungern, aber das ist nicht der Sinn dieses Literaturclubs. Mir ist es ein bisschen peinlich, aber ja. Lach nicht so. Mach dir keine Sorgen. Wir alle sind heute ein bisschen schüchtern, weißt du? Aber es ist eine Art Barriere, die wir alle durchbrechen müssen. Ja. Das ist wohl wahr. Dann hau mal raus. Ich mag das. Das erinnert mich an etwas, was Sayori wohl mögen würde. Das ist aber nett, da ich sehr gut mit Sayori bin. Ist das so? Du und Sayori seid wirklich gute Freunde, richtig? Es würde mich nicht wundern, wenn ihr das gemeinsam habt. Ah, aha. Ich und Sayori mögen zwar gute Freunde sein, aber eigentlich sind wir komplett verschieden. Stimmt, ich habe sogar letztes Sayori doch selbst gesagt, der Esel lädt sich selbst zuerst. Verdammt. Nicht fluchen. Das mag wohl stimmen. Aber ihr habt sogar Gemeinsamkeiten, die du gar nicht erwarten würdest. So wie sie über dich spricht. Man spricht immer noch nicht über andere Leute, Sayori. Es scheint wohl, als würdet ihr euch wirklich umeinander kümmern. Auch wenn ihr es unterschiedlich anstellt, gibt es doch Ähnlichkeiten, doch mehr Ähnlichkeiten, als du denkst. Und dieses Gefühl habe ich, wenn ich dein Gedicht lese. Immer noch schade, dass ich nicht mit Facecam aufnehme. Gestern bin ich bei Harvey so gestorben bei etwas und jetzt bin ich wieder am Sterben halb. Eigentlich müsste das ja festgehalten werden. Ja.
Aber ich habe ja schon mal darüber nachgedacht. Ja, es geht dann nicht so. Genau. Ich ziehe doch auch ein unglaublich Gesichter, wenn ich mit Kreis rum auf. Ja, das ist wahr. Noch meine letztes guckst. Wenn ich immer mal dazu komme. Du bist sicher, dass du nicht zu viel da reinliest? Ich denke, sie ist sich 100% sicher. Nein. Das könnte sein. Mann, ich hab was im Auge. Heute Morgen am Tisch das eine, jetzt ist das andere. Weißt du, was ich hier hasse? Immer wieder. Wir haben hier gerade Fritt und die kippen immer um, das ist so ätzend. Oh mein Gott, ich klinge wie Juri. Ja, tust du. Aber in diesem Fall hat Sayoris geschriebenes irgendetwas Sanftes. Mit einem festen Schlag mitten ins Gesicht. Etwas Sanftes. Hier, ein Brief. Öffne den. Okay. Ich hoffe, das hat man jetzt gehört. Und man hat nicht verstanden. Ich bin mir sicher, dass sie gerne erkundet mit Emotionen wie Fröhlichkeit und Traurigkeit. Der Satz ein bisschen anders umgestellt, aber man hat es so. Manchmal tue ich mich ein bisschen schwer, aber es wird besser. Wer hätte gedacht, dass jemand so fröhlich, so traurige Sachen gerne erkundet oder Freude daran hat? So, wie das jetzt dein Ding. Ich weiß, das bin ich gut drin. Das bin ich gut drin. Da bin ich gut drin. Das kommt total unerwartet. Ja, jedem das Seine. Da hast du wohl recht. Handy. Dankeschön. Wenn man das Passwort nicht will. Du solltest keine... Mich nicht scheuen, Experimente zu machen. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwann andere Sachen ausprobieren werde. Aber es könnte etwas dauern, bis ich mich dazu bereit fühle. Das ist völlig okay. Ich habe mich selbst angespuckt. Das sollte nicht sein. Ich liebe es, dich dabei zu beobachten, andere Dinge zu... Neue Dinge zu probieren. Beobachtest du mich jetzt? Wir waren zwar mal in einer Klasse zusammen, aber trotzdem... Hast du denn jetzt endlich das Schulsystem in Japan verstanden? Nein, aber egal. Das macht keinen Unterschied. Das ist der beste Weg, rauszufinden, was zu dir am besten passt, weißt du? Jetzt klinge ich besoffen. Super. Ich habe kein bisschen getrunken. Ach so, so getrunken. Ja. Da, jetzt war du mal gleich ein T-Shirt. Aber ich werde dir immer helfen, deine Art von Stil herauszufinden. Die Mädels sind nur so. Kannst du dir vorstellen, warum... Kannst du dich verzweifeln? Kannst du dir vorstellen, warum ich mich manchmal ein bisschen aufrege wegen denen? Das ist besser als bei mir, dadurch, dass ich das später zu Ende. Jetzt kann ich fangen alle an zu heulen. Bis das draußen ist, ist deins auch schon draußen. Ja. Nächste Woche geht ja schon die erste Folge hoch. Nach und nach fangen alle an zu heulen. Super. Keiner wird dich dazu zwing dich. Jetzt habe ich es. Zwing dich nicht dazu, so zu schreiben, wie andere es gerne hätten. Hat lange gedauert und trotzdem funktioniert. Und du musst dich nicht bemühen, sie zu beeindrucken. Das Wort fehlte mir. Da lachen wir mit. Wie auch immer, möchtest du mein Gedicht lesen? Eigentlich total ungern, aber ja, hau raus. Aber mach dir keine Sorgen, ich bin nicht besonders gut. Ey, Mikrofon, hör auf mich zu veräppeln. Ich dachte gerade, du seist gemutet. Ich habe gestern wieder in Outlast vorgelesen im gemuteten Zustand. Ich hab mich so geärgert. Ja,
Du scheinst aber sehr zersetzlicher in deinem Schreibstil zu sein und sagst trotzdem, du seist nicht besonders Sound. Gut. Die Soundqualität kommt nicht hin. Du klingst ziemlich. Das ist, weil ich sehr selbstsicher klingen muss. Ja, so als Präsidentin von diesem doofen, Entschuldigung, Literaturclub. Das ist einfach nur School Prep. Ja, das genau. Heißt School Prep. Das heißt nicht, dass ich mich immer so bleib on. Immer so fühle, weißt du? Mein Handy will nicht anbleiben. Das ist meine Übersetzung, wenn ich Probleme habe, irgendein Wort zu finden, wenn ich nicht den Google-Übersetzer neben mir habe. Der selbst sprechen kann, meine ich. Kann der auch? Ich weiß, aber der ist gruselig, wenn er spricht. Ich verstehe. Das ist schön. Na komm, lies. Jetzt. Genau. Ein Loch in der Wand. Doch auch eine gute Schrift. Es hätte nicht ich sein können. Sieh, wie das Glitzern. Sieh den Weg, wie die. Produces heißt das. Produziert. Aber Sparkle. Da fehlt aber ein D. Produce wird mit das D geschrieben. Das ist ein T. Protrudes. Protrudes, achso. Ich kenne das Wort nicht. Wir können ja fragen. Schau jetzt an wie bei IB. Ich kenne das Wort nicht. T-R-U-D-E-S. Fehler bei der Übersetzung. Produkte. Also doch produzieren. Haben sie nur falsch geschrieben anscheinend. Sie haben einen Schreibfehler. Ja. Aber hatten sie schon mal irgendwo und ich habe nur nichts gesagt. Monika, bitte bearbeite es nochmal. Also, sieh, wie das Glitzern, in welche Richtung es glitzert. Das ist jetzt mal total schlecht übersetzt. Meine lauten Nachbarn. Ein wütender Freund. Freund, nicht Freund. Ich weiß es nicht. Ich war nicht zu Hause. Ich Spähe hinein, um einen Hinweis zu finden. Ein Hinweis! Entschuldigung. Nein! Ich kann nicht sehen. Nein, real. Wie real, aber falsch geschrieben. Nee, read. Das könnte read. Nein, das könnte nicht mal read heißen. Oh, Mädels. Ich verblasse wie ein Film, wie eine Filmrolle zurückgelassen im Sonnenlicht. Aber es ist zu spät. Ich spule. Ja. Was heißt das? R-E-T-I-N-A-S. Retinas. R-E-T-I-N-A-S. Retinas. Es gibt keinen Sinn. Netzhaut. Meine Netzhaut. Ja. Meine Augen. Ich bin... Mädel, was geht mit dir? Ich bin bereits versenkt mit der unendlichen Kopie eines bedeutungslosen Bildes. Es ist nur ein kleines Loch. Es war nicht sehr hell. Es war nicht zu hell. Es war zu tief. Oh, es geht sogar runter. Was? Wie lange schreibst du denn? Ich will gar nicht wissen, wie lange die anderen schreiben. Breitet sich für immer aus in die Ewigkeit. Ein Loch der unendlichen Möglichkeiten. Ich begreife jetzt, dass ich nicht hinein sah. Ich sah hinaus. Und er auf der anderen Seite guckte hinein. So, mit diesem Gedicht beenden wir dann eben die Folge. Hat mich sehr gefreut und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!